Mein Forschungsgebiet ist die neuere deutsche Literaturwissenschaft vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Mich fasziniert an der deutschen Literaturgeschichte, wie an Literaturgeschichte überhaupt, welches Zutrauen Menschen gegenüber Literatur gehegt haben, welche Leistungen sie Literatur zugetraut haben bei der Beantwortung der ganz großen Fragen. Bei der Frage, welchen Stellenwert Literatur in Kulturen einnimmt, konzentriere ich mich zurzeit nicht zuletzt auf die Frage, wie Literatur dazu beiträgt, Relevanzen zu erzeugen. In den Geisteswissenschaften ist es ja häufig so, dass man aufgrund der Struktur der Forschung sehr selten längerfristig in Teams zusammenarbeiten kann. Und eine der, glaube ich, schönsten Dinge, die man sich mit diesem Leibniz-Preis gönnen kann, ist, dass man jetzt tatsächlich dieses Team, dieses gedankliche, intellektuelle Milieu längerfristig um sich herum halten kann.